Hey, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst. Was ist das Geheimnis wahrer innerer Stärke? Im Endeffekt drei Dinge. Wenn du wirklich einen Durchbruch in deinem Leben erzeugen willst, brauchst du nämlich erstens Härte im Körper, zweitens Schärfe in deinem Geist und drittens Weichheit in deinem Herzen. Und wenn du diese drei Ebenen zusammenbringst und somit die Energien bündelst, entwickelst du wahre innere Stärke. Das heißt, die körperliche Energie, die mentale Energie und die emotionale Energie. Und wie du das schaffen kannst und was für drei Schritte dafür notwendig sind, erfährst du in den nächsten paar Minuten dieses Videos. Lass dir das nicht entgehen. Let's go! Also, wie war das nochmal? Härte im Körper, Schärfe im Geist, Weichheit im Herzen, richtig? Das waren diese drei Ebenen. Was heißt es? Härte im Körper ist, glaube ich, klar. Du brauchst einen widerstandsfähigen, kräftigen Körper, der auch mal Dinge aushalten kann, der auch hart arbeiten kann, der resilient ist, wie man so schön sagt. Du brauchst zweitens Schärfe im Geist, das heißt, du brauchst einen klaren Fokus, du brauchst generell Klarheit in deinem Geist, in deinem Denken. Und drittens natürlich Weichheit im Herz. Und das bedeutet, dass das Herz offen ist, dass es sich nicht verschließt. Die meisten Leute haben Härte im Herzen und Weichheit im Körper. Oder Härte im Herzen und Weichheit im Geist. Und wenig Schärfe im Körper. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, aber ganz im Ernst. Weichheit im Herzen heißt auch, dass du den Mut hast, das Vertrauen hast, das Herz zu öffnen, auch gegen Verletzungen für andere Menschen. Wenn du nicht bereit bist, auch eine Verletzung in Kauf zu nehmen, kannst du niemanden lieben, kannst du nie eine Beziehung eingehen. Du merkst also, alles sind drei bestimmte Elemente einer wahren inneren Stärke. Das ist eine körperliche Stärke, es ist natürlich auch diese mentale Schärfe und ist eine Form von Stärke und auch die Weichheit des Herzens ist eine Form von Stärke. Und tatsächlich ist es, wenn wir das Leben meistern wollen, eine Frage des Energiespiels. Darfst du in der Lage sein, deine Energien wirklich steuern zu können. Und dafür musst du sie erstmal verbinden. Die meisten Leute glauben, sie gewinnen innere Stärke, indem sie meditieren oder schlaue Bücher lesen oder, keine Ahnung, gesund essen und so weiter. Und das ist alles total gut und wichtig. Und es ist mit Sicherheit hilfreich, sich gesund zu ernähren, gutes Wasser zu trinken, vielleicht gute Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen, wenig Fleisch oder vielleicht sogar gar kein Fleisch zu essen. Natürlich auch gute Menschen im Umfeld, natürlich auch gute Seminare, gute Bücher, Meditation, alles kann helfen, alles ist unterstützend, aber das alleine macht dich nicht stark. Kennst du auch Menschen oder hast du schon mal von Menschen gehört, die sich super ernähren? Die sind perfekt in ihrer Ernährung, mehr oder weniger, sind aber überhaupt nicht klar in ihren Gedanken, sind auch überhaupt nicht weich in ihrem Herzen und vielleicht auch gar nicht unbedingt immer stark tatsächlich oder hart in ihrem Körper, von der Kraft. Und genauso gibt es Menschen, die meditieren seit Jahren, oder? Und waren schon auf 37 Seminaren. Also sind überhaupt nicht klar in ihrem Geist, überhaupt kein scharfer Fokus. Das heißt, diese ganzen Hilfsmittel, die wir von außen zuführen, diese ganzen Gewohnheiten, sind alles nur unterstützende, wie gesagt, Hilfsmittel. Aber es führt nicht zu wahrer innerer Stärke. Das wahre Geheimnis innerer Kraft, innerer Stärke liegt im Energiemanagement. Du musst lernen, deine Energie zu managen. Und dafür brauchst du jetzt drei zentrale Schritte, die dafür wirklich unerlässlich sind und die unabhängig sind von dem, ob du meditieren kannst, Yoga machst oder wie du dich ernährst. Der erste Schritt, den du brauchst, ist, du musst lernen, deine Energien zu sammeln. Wir verlieren teilweise zu viel Energie. Jeder Mensch produziert die ganze Zeit Energie. Wir haben eigentlich sehr viel Energie, aber wir verlieren die ganze Zeit Energie. Ja, wir verlieren auch übrigens viel Energie, weil wir uns teilweise schlecht ernähren, weil wir negative Menschen im Umfeld haben, weil wir uns vielleicht zu viele Ziele setzen, weil wir uns überfordern und uns keine Ruhephasen geben. Ja, also das heißt, diese Sammlung von Energie ist eine innere Entscheidung, die Energien zu sammeln. Aber wird im Außen natürlich umgesetzt. Das heißt, du darfst mal auf deine Gewohnheiten schauen. Was tust du die ganze Zeit so? Sind die Dinge, die du regelmäßig tust, gut für deine Energie, um die Energie zu
sammeln tatsächlich auch, um die Energie sozusagen bei dir zu behalten. Nimm ein Beispiel, wenn du in der Früh aufstehst, was machst du dann die ersten 10, 15 Minuten? Die meisten Leute checken erstmal ihr Handy, checken ihre WhatsApp-Mails und so weiter und sind mit ihren Gedanken schon wieder irgendwo anders. Bringt das Schärfe in den Geist, wenn ich in den ersten 10 Minuten schon wieder meine Facebook-Mails oder meine WhatsApp-Mails oder sonst irgendwelche Mails checke? Ich glaube nicht. So, dann stehen sie auf und ja, dann ist die Frage, machst du irgendwas für deinen Körper? Machst du dich irgendwie fit? Aktivierst du dich irgendwie? Oder viele rauchen erstmal eine Zigarette oder trinken irgendwelche komischen Energy-Drinks oder frühstücken sehr, sehr viel oder gleich was Süßes in der Früh, irgendwie einen Kuchen. So, bringt das Härte in deinen Körper? Nein, bringt es nicht. Und das sind die Punkte. Also das heißt, wenn du lernen willst, im ersten Schritt deine Energie zu sammeln, dann darfst du erstmal auf deine Gewohnheiten schauen, was du tatsächlich die ganze Zeit tust. Denn Energie zu sammeln heißt ganz einfach, dass du die Dinge, die du tust, immer so tust, dass du deine Energie dabei effizient auch bearbeitest und somit auch schützt in dir. Das heißt, dass du keine Energie verschwendest. Und ja, da gehört auch der Beruf dazu, da gehören natürlich auch Menschen in deinem Umfeld dazu. Also wer raubt dir so deine Energie? Was sind so deine Energiekiller, die du vielleicht selber auch verursacht hast oder die von außen kommen? Das ist also Punkt 1. Sammle deine Energie. Sorg erstmal dafür, dass viel Energie da ist. Okay, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, viel Energie führt noch nicht zu innerer Stärke. Es gibt Menschen, die haben sehr, sehr viel Energie, aber sind total hibbelig, sind total getrieben, sind total aufbrausend oder wütend oder sonst irgendwas. Das ist keine innere Stärke. Einer, der wie ein Verrückter draußen rumspringt oder Menschen anschreit oder sonst irgendwelche gewalttätigen Dinge macht, das ist keine innere Stärke, das ist in Wahrheit Schwäche. Weil er mit seiner Energie, die er hat, nicht umgehen kann. Das heißt, es geht im zweiten Schritt darum, die Energie, die jetzt gesammelt ist, im zweiten Schritt zu fokussieren. Das heißt, dir eine Richtung zu geben. Das heißt, du entscheidest jetzt an der Stelle, wie du die Energie, die du gesammelt hast, auch wirklich einsetzen kannst. Das heißt, in welche Richtung geht diese Energie? Du lernst sie zu kontrollieren. Du lernst damit zu arbeiten. Du lernst damit Prozesse in Gang zu bringen, die du auch in Gang bringen willst. Du lernst also das Leben Schritt für Schritt zu kontrollieren. Das heißt, Ziele voranzutreiben, Projekte zu starten, Beziehungen gut in den Griff zu kriegen oder Konflikte zu lösen, eine gute Zeit zu haben, Lebensfreude zu empfinden. Das heißt, Freude in dein Leben zu bringen und Freude auch ins Leben anderer zu bringen. Erfolg zu verwirklichen, ja, wirklich Erfolg auf allen Ebenen. Ja, materieller Erfolg, aber auch innerer, emotionaler Erfolg. Das ist alles das Ergebnis, also innere Ruhe, Lebensfreude, Spaß, was auch immer, ist alles das Ergebnis von fokussierter Energie. Wenn jemand keine Energie hat, wenn er also im ersten Schritt scheitert, dann kann er auch von dem anderen fast nichts erzeugen. Dann geht er irgendwann in eine Depression. Also deswegen nochmal, Schritt 1, Energie zu sammeln, die Energiekiller eliminieren. Zweitens, die gesammelte Energie, die zur Verfügung ist, jetzt in eine Richtung bringen, also Energie fokussieren. Und jetzt kommt der dritte und entscheidende Schritt, Energie investieren. Und das ist eigentlich im Kern das Geheimnis der wahren inneren Stärke. Denn mit diesem Energie sammeln und Energie fokussieren, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist auch schon oft wo erzählt worden. Aber die meisten Leute glauben, dass man jetzt seinem Herzen folgen sollte, dass man dieses und jenes machen sollte. Und ganz ehrlich, Energie zu investieren heißt, die Energie wegzugeben. Schau mal, wenn du in eine Aktie, in ein Unternehmen oder sowas investierst, wenn du ein Haus kaufst, dann gibst du das Geld, das du hier hast, erstmal weg. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Und es ist mit einem Risiko verbunden. Du musst einen gewissen Aufwand dafür betreiben. Es ist eine Überwindung. Du brauchst Mut dafür. Das heißt, es ist ein Investment ist ein gewisser Schmerz. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du wirklich das Geheimnis von wahrer innerer Stärke kennen willst, dann darfst du lernen, dass es jetzt damit zu tun hat, dass wenn du deine Energie gesammelt hast und ihr eine Richtung gibst, dass du sie jetzt so investierst, dass du einen Widerstand mit dieser Energie überwindest. Das heißt, du suchst nach Widerständen. Ich gebe dir ein Beispiel, damit das ein bisschen klarer wird. Ich habe den Steffen Kirchner Live Club gegründet.
Im Steffenkirchner Live-Club begleite ich eine große Gruppe von Menschen regelmäßig, ununterbrochen, eigentlich 365 Tage im Jahr mit meinem Coaching-Team zusammen bei der Erfüllung ihrer Ziele, bei ihren Lebensprozessen. Und wir coachen uns in dieser Gruppe und ich bin auch selber mit dabei. Und diese Leute dort in diesem Live-Club entwickeln sich super weiter. Aber bei manchen Menschen merkt man manchmal, dass sie an irgendeiner Stelle nicht richtig weiterkommen. Und eine Aufgabe in diesem Live-Club ist es zum Beispiel, sich Gewohnheiten zu setzen. Also neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und ich merke, dass diese Menschen dann Gewohnheiten entwickeln, die ihnen sehr leicht fallen. Das heißt, jeden Morgen dann, was weiß ich, 1 Liter Wasser zu trinken gleich, ein bisschen Morgensport zu machen, was Gutes zu essen, nur Früchte, eine Morgenroutine zu machen. Und das sind gute Routinen, aber das ist kein Widerstand. Das ist für die meisten Leute was Angenehmes, das ist Wellness. Und das hat seinen Wert. Aber wenn du im Leben einen Durchbruch haben willst, dann darfst du deine Energie auf Widerstände auch lenken. Und das heißt, dass du auch Dinge tun darfst, die dir schwerfallen. Denn Energie ist, wie gesagt, dazu da, nicht um damit nur Spaß zu haben, sondern um sie zu investieren. Es gibt in der Pflanzenwelt das Prinzip der Hormesis. Kannst du gerne mal googeln. Hormesis besagt im Endeffekt, dass eine gewisse Dosierung von Gift tatsächlich förderlich ist. Das heißt, wenn man Pflanzen mit Pestiziden besprüht, dann kann das tatsächlich, wenn die Dosis nicht zu hoch ist, dann kann dieses Gift, dann kann dieser Schadstoff die Pflanzen sogar stärker machen. Das wurde wissenschaftlich mehrfach bewiesen und auch dokumentiert. Und so kennen wir das ja auch im Sport, der Superkompensationseffekt und so weiter. Also es gibt viele Beobachtungen, wo wir festgestellt haben, dass wenn wir unsere Energie auf Widerstände lenken und diese Widerstände damit überspringen, dass wir dann stärker werden. Das kann ich aber natürlich nur, wenn ich Energie erstens im ersten Schritt zur Verfügung habe und zweitens die Energie eben auch fokussiere, bündle und in eine Richtung bringe. Nur die meisten Leute lenken ihre Energie dorthin, wo es angenehm ist. Meine konkrete Übung, mein Impuls für dich in diesem Video ist also ganz konkret das. Mache ab sofort jeden Tag eine Sache, die dir schwerfällt. Nicht den ganzen Tag und nicht nur lauter schwere Sachen, aber mach jeden Tag eine Sache, es kann eine kleine sein, aber die dir auch schwerfällt. Und wenn es nur 5 Minuten ist, aber trainiere deinen Körper, dass du Härte in deinen Körper bringst. Trainiere deinen Geist, was dir auch mental schwerfällt, weil du dich überwinden musst, weil du Willenskraft brauchst dafür, um Schärfe in deinen Geist zu kriegen. Ja, und trainiere natürlich auch dein Herz, um Weichheit in dein Herz zu bringen, um dich auch zu trauen, Dinge zu sorgen, auch vielleicht verletzt zu werden. Öffne dich, zeig dich, wie du bist. Versuch nicht perfekt zu sein, versuch echt zu sein. Also das heißt, auf einer dieser 3 Ebenen, gerne auch auf allen 3 Ebenen, kannst du jeden Tag arbeiten. Aber mach eine Sache, die dir schwerfällt. Denn wenn du deine Energie auf etwas fokussierst und somit in etwas investierst, was dir schwerfällt, wirst du durch das Prinzip der Hormesis somit in der Folge stärker. Das ist kein Wellnessprogramm, aber ganz ehrlich, das Leben ist nicht dazu da, um sich auszuruhen. Okay? Also, ich hoffe, das war ein wertvoller Impuls für dich und deine Erfahrungen aus dieser Übung würde mich total interessieren, gerade wenn du mir sie in die Kommentare schreiben willst oder wenn du noch eine Frage hast zum Thema des Geheimnisses der inneren Stärke. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, bei dieser Entwicklung und ja, befreie diese innere Kraft in dir. Und übrigens, wenn dir dieses Video gefallen hat und auch meine anderen Videos gefallen, die es hier auf YouTube ja mittlerweile zuhauf gibt, dann abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, denn wir wissen tatsächlich, die wenigsten von denen, die meine Videos häufig sehen, abonnieren meinen Kanal. What's up, Leute? Abonniert den Kanal. Es gibt viel guten Content und es wird noch viel guten Content geben. Deswegen freue ich mich auf dich beim nächsten Video. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.